Die Mitternacht zog näher, schon in stummer Ruh lag Babylon. Nur oben in des Königs Schloss, da flackert's, da lärmt des Königs Tross. Der Jambus wird unterbrochen, das Flackern wird mit zwei unbetonten Silben dargestellt. Dort oben in dem Königssaal Belsazar hielt sein Königsmahl. Die Knechte saßen in schimmernden Reihen und leerten die Becher mit funkelndem Wein. Der Rhythmus wird belebt. Es geht fließend in den Daktylus über, was das Sprechen beschleunigt. Auf diese Weise wird die ausgelassene Feierstimmung ausgedrückt. Es klirrten die Becher, es jauchzten die Knecht, so klang es dem störrigen Könige recht. Des Königs Wangen leuchten Glut, im Wein erwuchs ihm kecker Mut. Der Blick hat sich wieder auf den König gerichtet, also weg vom lärmenden Daktylus wieder zum Jambus. Und blindlings reißt der Mut ihn fort und er lästert die Gottheit mit sündigem Wort. Ein starker Kontrast, nämlich Jambus und dann Anapäst, als wenn man etwas die Treppe hochträgt und dann polternd wieder runterrollen lässt. Und er brüstet sich frech und lästert wild, die Knechtenschar ihm Beifall brüllt. Der König rief mit stolzem Blick, der Diener eilt und kehrt zurück. Er trug viel gülden Gerät auf dem Haupt, das war aus dem Tempel Jehovas geraubt. Und der König ergriff mit frevler Hand einen heiligen Becher gefüllt bis am Rand. Die jetzt häufigen zwei unbetonten Silben am Versanfang klingen wirklich besoffen. Für den folgenden Vers gibt es zwei Lösungen. Und er leert ihn hastig bis auf den Grund. Oder die, die ich bevorzuge. Und er leert ihn hastig bis auf den Grund und rufet laut mit schäumendem Mund, Jehova, dir künd ich auf ewig Hohn. Jetzt gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Ich bin der König von Babylon. Wahrscheinlich ist aber gemeint, ich bin der König von Babylon. Das wäre dann der einzige Vers ohne Auftakt. Wuchtiger kann man ich nicht sagen. Doch kaum das grause Wort verklang, dem König ward's heimlich im Busen bang. Nach dem ganzen Getöse der an allen Stellen unregelmäßigen Füllungen also wieder ein Jambus. Sofort danach wieder unregelmäßig. Außen also Erstarrung, innen Erregung. Das gellende Lachen verstummte, zumal es wurde leichenstill im Saal. An das gellende Lachen wird im Daktylus erinnert. Leichenstill wird es durch das vom Jambus erzwungene langsame Sprechtempo. Und sie an weißer Wand, da kam's hervor wie Menschenhand und schrieb an weißer Wand Buchstaben von Feuer und schrieb und schwand. Dreimal Jambus und dann eine Tonbeugung, die die Buchstaben von Feuer lebendig macht. Der König stieren Blicks da saß mit schlotternden Knien und toten Blass. Die Knie schlottern natürlich besonders schön nach einem Vers im Jambus. Die Knechtenschar saß kalt durchgraut und saß gar still, gab keinen Laut. Es lohnt sich, diese zwei Verse im Jambus nochmal direkt mit der Feierstimmung oben im Daktylus zu vergleichen. Es klirrten die Becher, es jauchzten die Knecht, so klang es dem störrigen Könige recht. Aber weiter. Die Magier kamen, doch keiner verstand zu deuten die Flammenschrift an der Wand. Belsazar ward aber in selbiger Nacht von seinen Knechten umgebracht.
In den letzten beiden Versen hat der Daktylus des Vorletzten den Sinn, das langsame Sprechtempo des letzten Verses zu betonen.